So, Leute. Jetzt können wir bumsen. Leute, die jetzt hier auf dieses Video geklickt haben, weil sie im Thumbnail gesehen haben, dass ich FNAF spiele, muss ich leider enttäuschen. Nicht, weil ich kein FNAF spiele, sondern weil es FNAF ist. So lustig. Jedenfalls, Dings, hi. Das hat man noch nicht. Daumen nach oben da lassen. Bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Bei meinem Partner Instant Gaming vorbeischauen, wo es. Digga, bin ich ApoRed oder was? Es ist auf jeden Fall ein super schönes Spiel. Es ist kostenlos. Let's go, okay, komm. Bei meinem Partner Instant Gaming vorbeischauen, wo es fast alle Spiele für fast alle Plattformen wesentlich günstiger gibt. Oh, perfekt. Das One-Take-Monster. Sorry, es juckt. Ansonsten warten wahrscheinlich alle gespannt auf das Video. Tja. Ich lasse euch warten. Jeremy, Finger vom Skip-Button. Komm. So, Leute. Es ist mal wieder soweit. Der Punkt, an dem ich euch bitte, den Kanal zu abonnieren, damit auch in 3 Wochen eventuell ein neues FNAF-Video kommen kann. Aua. The Glitched Attraction. Einst mein Synonym auf jedem Rummelplatz der Welt, ist zu einer vollwertigen, vollends vollendeten Vollversion geworden. Und das liebe ich. Wir haben ja vor einigen Monaten schon mal in die Demo reingeschaut. Und ich fand das Konzept sehr interessant und ziemlich spaßig. So Room Escape mit FNAF kombiniert. Hat einfach Fun gemacht. Ja, und im Gegensatz zu mir ist da tatsächlich was draus geworden. Aua. Und ich freue mich drauf. Let's go. Oh, eine Cutscene. I love it. Ist das die Scout X01 von meinem Partner Goatek? Ah, wir sind wichtig. Neue Nachricht von Kyle. Dude! Ich bin gerade los zur neuen Fazbear Attraction. Okay, Kyle, wir müssen mal reden, bitte. Mein Freund, schnapp dir deine Sachen und komm her, du musst dir das anschauen. Und er hat mir die Location geschickt. Ich hab's dir gerade gesendet. Let's go! Ja, ihr müsst verstehen, Kyle ist recht einsam, in der Schule läuft's nicht so gut. Wir müssen da sensibel mit umgehen. Aber ziehen wir es uns vielleicht mal gemeinsam rein. Ob er auch noch so schnell tippen kann, wenn 3 Freddy Plushies an seinem Hodensack kauen. Guck mal, die machen schon Schattenspiele damit. Armer Kyle. Mit Kindern wird's dann wohl leider auch nichts. Jo, das sieht sehr, sehr vielversprechend aus, Alter. Als hätte da jemand wenigstens einen Funken Liebe reingesteckt in einem FNAF-Fangame. In dieser Wirtschaftslage. Ich weiß, es ist ziemlich unrealistisch. Hello, User. No! Renewed and redesigned Fazbear Attraction. Nicht ihr! You will experience all what? The creepy stories made by lunatic haters. Oh my god, das ist ja großartig! 1987, where the robots come to life, a murderer roams the place, and accidents happened in the back rooms. Okay. 2027 accident. If you didn't think you are prepared for this journey, where also ist das wirklich nur ein Spiel, ein Escape Room? Oder passieren da schlimme Sachen? Wahrscheinlich egal, kommt doch selber hinaus. Ping will also make us not responsible for any of the symptoms mentioned before. Ich liebe dieses Security Breach Easter Egg, ist schon nice. 14,99, ja. Und der Verlust sämtlicher meiner Gliedmaßen kommt dann als Mehrwertsteuer obendrauf, ja. Steht im Kleingedruckten. Ich darf dann meine Zehen im Lost and Found abholen. Verstehe. Thank you. Now, before I open the door for you, yeah. Please give all your belongings to my maid in the other window. Warst du schon die ganze Zeit da? Hast du uns belauscht? Oh, wie cool das gemacht ist. Ey, was macht dieser Hebel da? Excellent. Okay, hier meine Belongings. The door has been opened. Thank you and have a new great experience. Junge, der ist aber prall. Was habe ich denn da mit? Will ich hier 5 Tage rumsurviveln, Alter? Zeph vs. Wild, ich seh's schon. Oh mein Gott. Oh, Alter, ist gut, ist gut, ist gut. Sehr aufdringlich auf Screen. Tippmanager. Okay. Er trifft deinen besten Freund in diesem Abenteuer, den Tippmanager. Diese unglaubliche Technologie wird dir dabei helfen, durch alle Räume dieser Attraktion zu kommen. Mit essentiellen Tipps und Hinweisen, wie man jedes Level meistert. Alles klar? Lesson 1. Sieh dir all die Tipps an, bevor du das Level startest. Oh, das habe ich mir gedacht. Ich bin nicht minder bemittelt. Auch wenn ich vielleicht so aussehe. Lesson 2. Verstehe die Tipps, bevor du dir den nächsten ansiehst. Also, es ist nicht gedacht als sozusagen Anleitung, sondern ich muss mein Gehirn benutzen. Das heißt, sie geben mir nur einen vagen Hinweis und ich soll dann im Spiel herausfinden, was das im Endeffekt bedeutet. Check Background Images. Wait. What? Okay, keine Ahnung.
und für dich frei, den Raum anzuschauen, bevor du startest. Okay, das kann ich. Stimmt, ich kann mich erinnern. Start playing. Ja, yeah, let's go. Ich freue mich drauf, Alter. What? Ey, weißt du, das meine ich, yo. Viele denken immer, ich habe irgendwie was gegen FNAF Games. Das stimmt halt gar nicht. Nicht per se. Das Problem ist immer, dass du halt mit einer lausigen Animation, mit einer schlechten Taschenlampe in eine lieblos zusammengewürfelte Pizzeria gedroppt wirst und da die Salamischeiben suchen musst. Das ist halt so unkreativ. Aber guck mal, wie viel Liebe man da reinstecken kann. Oh, was macht das? Bist du der offizielle Taschenlampendispenser? Geil! Schaut euch das an, ist das nicht geil? LOL! Also für mich... Für Foxy nicht, der ist ein bisschen degradiert worden. Ich hoffe, die Bezahlung stimmt immer noch. Okay, Jungs, wir treffen uns drüben, ja? Bin ich mal gespannt. Da will irgendwas rauskommen. Oh, Mann. Da ist irgendwer mit dem Affenzahn dagegen gebolzt. Wie krass. Ey, oh, das ist halt ein... Okay. So, Leute, über 1,70 haben es hier wahrscheinlich schwer, überhaupt da erstmal reinzukommen. Ich kann mich erinnern, in der Demo gab es ein bisschen ein Problem mit, mit den Speicherpunkten. Hier soll das behoben sein. Es wird in der Mitte des Levels gespeichert. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier der Fall ist. Beziehungsweise der Räume. Und dann am Ende. Oh no. Oh no, ich will nicht. Okay. Wir haben diese FNAF 4 Musik. Moment, ich gucke mich erstmal um. Ich glaube, hier kommt Freddy. Das ist klar. Ihn hier, der wacht immer mal auf. Ich weiß nicht, Balloon Boy müssen wir eigentlich immer wegflashen. War es nicht so? Hier kommt Chica. Nee, das war bei Joy of Creation. Hier kommt die Marionette raus. Und wir müssen am Ende des Tages, glaube ich, in diesen Schrank rein. Und die Nägel abmachen. Diese FNAF 4 Box hier öffnen. Oh, und da hinten dieses Memory-Ding lösen. Okay, 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 alles klar. Ich glaube, ich hab's. Hold the curtains to keep them closed. Ja, da sieht man Freddy. Wir können es ja auch gerne mal ausprobieren. Geht es? Ja, alles klar. Golden Suit. E gedrückt halten oder Linksklick, um das anzuziehen. Spacebar, um sich zu verstecken. Wait. Was für ein goldener Suit? Ich gehe doch da nicht rein. Wait. Kommt der hier noch? Digga, ich hoffe. Freedom. Wenn du die Puzzles löst, oh, stimmt. Wir müssen nicht bis um 6 überleben, sondern wir müssen das rausschaffen, bevor die Zeit abläuft. Okay, true. Oh, da ist der Anzug. Okay, wie zieht man den an? Okay, so ziehe ich den an. Aha, alles klar. Freddy hat... Du nicht auch noch, Alter. Lacht mich nicht aus, ich habe doch gar nicht angefangen. So, wir gucken erstmal, was in diesen Schränkchen ist. Da irgendwie einen... Ah, guck mal, ein Schlüssel. Das ist fürs erste Schloss. Das ist fürs zweite Schloss. Ah! Help me! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, Digga, das war knapp! Hau ab! Ich weiß nicht, was passiert, was passiert, was passiert, was passiert. Die kleinen Freddys? Muss ich die wegleuchten? Oh Gott! Oh, was geht? What? Was ist denn? Die Heiz und the Butz? Der kann mich gar nicht sehen. Der kann mich überhaupt nicht sehen, wenn ich den Vorhang zumache. War das zu spät? Ich konnte ja gar nicht raus eher. Oh nein, ich hoffe nicht, dass das so ein... Ich hoffe, die AI ist schlau genug, um zu erkennen, wann jemand anders im Raum ist. Weil wenn die alle zur gleichen Zeit kommen, dann ist das doof. Das ist das Problem. Bei vielen FNAF-Games tatsächlich. Dieses Balancing klappt immer nicht so richtig gut. Und du kannst halt durch einen dummen Zufall sterben. Das wäre dann immer sehr ärgerlich, weil dagegen kannst du halt irgendwie nichts machen. Du musst halt dann auf eine Runde warten, wo du zufällig diese Situation nicht hast. Okay, da unten ist ein Schlüssel. So, was haben wir denn jetzt hier drinne? Ah, das Teil hierfür. Okay. Hier ist ein Knopf. Hier ist ein kleiner Knopf.
Okay, wir müssen das richtig... Digga, was? Digga, was? Ah, was geht? War der am Fenster? Der hat doch gar nicht gelacht! Wie heißt in the Woods? Der soll auch bleiben, Alter! Abgeschossen vom Förster! Okay, da waren irgendwo... Ich glaube, ich sterbe dann auch an diesen kleinen Freddys. Junge, ich habe nicht damit gerechnet, dass die in so einer Frequenz schon kommen, aber es soll's dir ja auch schwer machen, die, ich sag mal, Puzzle zu lösen, weil sonst wärst du da ziemlich schnell raus. Ja, ist gut. Also, hier kann kleiner Freddy sein, wahrscheinlich am Bett und, ja, irgendwo im Schrank. Ich weiß nicht genau. Okay, ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen besser konzentrieren hier. Okay, da ist er. Aber noch ist er nicht nah genug, right? Ich weiß nicht, ob ich ihn da schon loswerden kann. Oh, komm her. Nein, komm her. Ah, ist ein bisschen clunky. Okay. Sollte ich das mal zuhalten? Geht er dann weg? Ah! What the fuck? Was ist denn los? Er schläft an seinem Stuhl. Wenn er anfängt aufzumachen, flash him with the flashlight. Ah, ich muss tschack machen, oder? Oh, der habe ich gar nicht gehört. Ich versuche immer, mich auf Sounds irgendwie zu spezifizieren, aber ich muss wahrscheinlich eher meine Augen benutzen. Damn, das ist gar nicht so einfach. Junge. Die Schränke vorher aufmachen? Nee, kann man wahrscheinlich nicht. Okay, halt dein Maul, Alter. So, kein Schlüssel hier. Hier ist ein Schlüssel. Okay, perfekt. Ich habe ihn getroffen. Das war also doch dann richtig. So, Nummer 2. Oh, ich muss in den Suit. Komm schon! Digga, das dauert übelst lang. Okay, noch ist er da. Okay, weg. Jetzt kann ich. Es braucht ein bisschen, bis er sich auszieht. Das nervt. Meine ich ernst, das nervt wirklich. Okay. Das stecken wir da rein. Nee, ich muss ihn einfach nur anleuchten. Ich muss gar nicht flackern. Freddy ist noch nicht am Start. Sonst irgendwer? Ey, wenn ich gleich gejumpscared werde, ich schwör. Oh, stimmt. Wait. Haben wir sonst noch irgendwo einen? Nee, ich muss den einen finden. Ich glaube, es ist immer einer. Okay, gut. Ich hab's rausgefunden. Freddy lässt mich noch in Ruhe, was sehr gut ist. Der braucht hier eine Weile, um zu gehen. Das ist ein bisschen ätzend. Also so, wenn die Zeit brenzlig wird. Okay, ich muss das hier richtig, hinbiegen. Gut, ich habe ihn erwischt. Freddy ist noch nicht da. Gut. Nee, das war schon. Oh, der macht mir das Leben hier ein bisschen schwer. No! Oh, come on, geh weg! Geh weg, bitte! Das ist unfair! Mach die Taschenlampe an! Mach die Taschenlampe an! Wo sitzt einer? Oh, es beruhigt sich. Oh mein Gott, okay! Halt's Maul! Er ist runtergeplumpst! Freddy ist da. Geht er weg? Geht er komplett weg? Oder hängt er da immer nur rum? Digga, I don't know. Ich muss hier in den Suit. Was ist mit den Sounds? Was ist mit den... Ah, komm, lass mich gehen! Noch irgendwo? Nee. Ich glaube, Freddy geht da nicht weg, oder? Oh, das wird schwierig. I don't know. Ich habe dafür auch keine Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Der kommt nicht näher, ne? Ich habe Angst vor dem. Strange. Fuck. Okay. Irgendwo irgendwas. Ah! Halt's Maul! Jetzt darf halt nicht die Marionette kommen. Okay, er ist weg. Ah, okay, jetzt darf sie kommen. Nevermind.
No! Boah, sowas ist zum Kotzen, sowas ist zum Kotzen. Komm, lass mich gehen. Lass mich gehen, gib mir meine Flashlight. Noch irgendwo? Nee, es beruhigt sich, es beruhigt sich, es beruhigt sich. Oh mein Gott. Okay. Das sieht schon mal ziemlich... Ah! Richtig aus. Wir willst einen kleinen Nervbolzen, Junge. Wait, was ist denn jetzt noch falsch? Der Bauch. Okay. Das hier noch. Das hier noch. Der macht gar keine Anstalten mehr, hat einfach keinen Bock. Ich glaube, das ist jetzt richtig, oder? Nein, ist noch nicht. Hier die Ecke. Jetzt müsste es aber. Wo ist der Knopf? Wait, what? Oh Gott, ich hab... Oh Gott! Fuck. Fuck! Nein! Oh Gott, dammit! Scheiße! Das war so knapp! Oh, schade! Okay, wir wissen jetzt, wie wir mit allen umgehen. Das erste Level ist, es ist ein bisschen tricky, aber es ist durchaus machbar. Okay. Ah, hier ist der Code. 177303. 177303. Okay. 177303. What? Okay. Ja, das war klar. Ich habe einen Versuch und dann kommen sie. Ist nicht so schlimm. Ich weiß es jetzt. Ich muss nur unbedingt krass auf Freddy aufpassen. Der ist bis jetzt noch nicht erschienen. Ja, ja, halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Okay, okay, okay. Easy, 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 easy. 777. Oh, ich bin dumm. I'm super sorry. Okay. 777303. Okay. Okay, easy. Hier ist der Hammer. Bäh. Damit können wir die Bretter abmachen. Hoffe ich zumindest. Wir haben auch nicht mehr lange. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Oh! Geh! Fuck! Oh mein Gott! Oh, Alter, okay, wow. Ich weiß nicht, ob das passieren sollte oder ob ich einfach mega knapp hier war. Oh, das hier habe ich nicht geschafft. Weil ich hätte das andere nochmal machen müssen. Ich glaube, das war an der Demo das Problem. Use lockers to hide. Not all of them are opened. Okay. Kann ich feststellen, welche... Hello. Grüß dich, Alter. Was geht, was geht, was geht, was geht? Nicht alle sind geöffnet. Der ist geöffnet. Der ist... Okay, alright, 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 alright. Der ist zu. Der ist zu. Der ist geöffnet. Okay. Ganz außen und der zweite hier vom Ende. Okay, beide vom Ende. Sehr gut. So, also da sind Schränkchen. Sind sonst wo Schränkchen? Nee, ne? Ich muss hier, glaube ich, irgendwelche Gegenstände sammeln. Und das... Irgendwas muss ich in der Reihenfolge machen oder verbrennen oder irgendwie sowas. Okay, schauen wir uns mal die Tipps. Ach, hier sind noch locker. Okay. Ja, ich werde das spammen, Alter. Ich kann mir das doch nicht merken. Ich bin froh, wenn ich mich orientieren kann. Okay, die sind auch nicht alle offen, aber die zwei hier außen. Immer die zwei ganz rechts. So. Freddy's Music Box. Use the crank to wind up Freddy's Music Box. Don't overwind it. Okay, ich muss den immer in einer bestimmten Position halten. Wenn ich zu viel mache, dann wird er aktiv. Und wenn ich es vergesse, wird er auch aktiv wahrscheinlich. Freedom. Complete the puzzles and get out of the room before someone gets you. Bevor irgendjemand mich kriegt. Ich glaube, hier läuft halt jemand rum. Das ist das Problem. Und ich muss ja erstmal irgendwie eine Combination oder irgendwelche Gegenstände muss ich finden. Ah, genau. Die Gegenstände mit den Symbolen oder irgendwie sowas. Und dann muss ich da einen Code eingeben, je nachdem, welche Zahlen die haben. Ich glaube, so war's. Oh Mann, Alter. Alright, Leute. Lass es uns probieren. Ich leg mal den... Kann ich den Hammer? Den habe ich gerade... Wait. Irgendeine Taste war doch, um was loszuwerden. Ja, okay. Ich glaube, den brauche ich sowieso nicht mehr. Von daher können wir ihn weglegen. So. Gehen jetzt hier bitte mal Lichter an. Wäre nice. Ey, ich bleib auf jeden Fall in der Nähe von dem Locker. Der ist kein Schauberwischen, Baby.
Sind da Augen? So ungefähr, ja. Oh Gott. Es geht los, ne? Oh shit. Kommt irgendwer? Ich weiß gar nicht. Hier geht ein Scheiß an von Lichtern, ey. Oh shit! Oh mein Gott! Das Ding ist schnell! Fuck me! Ich hab das Level ein bisschen heller in Erinnerung. Kommt es hier vorbei? Es kommt sowas von hier vorbei. Ja. Oh mein Gott, Foxy! Ich glaube, dem kann ich nicht entkommen. Ich glaube, ich muss einfach weg sein, wenn er kommt. Holy shit. So, jetzt muss ich diese Symbole irgendwie suchen. Das Ding dreht sich auch um. Ich kann also nicht die ganze Zeit da hinterher. Oh, wait, hier ist ein Zettel. Eins, ist dieses... sollte ich mir die Reihenfolge aufmalen? Ah, ich weiß nicht. Kann man Pause machen? Man kann Pause machen. Okay, ich hole mal Zettel und Stift. Alright, ich hab's mir aufgemalt. Ich muss aufpassen, hier kommt der kleine Cupcake. Ja, so ungefähr. Ich weiß schon, was damit anzufangen. Ich glaube, Foxy ist gedroppt. Ist er weg? Digga, ich weiß es nicht, so dunkel, Alter. Kann ich da vorbei, ungesehen? Freddys Musikbox kann ich noch nicht winden. Das kommt vielleicht erst später auch. Okay, habe ich irgendwo einen Hinweis? Habe ich überhaupt Ruhe und Zeit dafür? Hier, 4. Das mit den Wellen. 2, 3, 4. Zack, Krickel. Okay. Reicht. 2 ist dieses Yin und Yang. Ich gehe mal hier rein. 2 ist Yin und Yang. Da kommt Foxy. Immer wenn man diese Radio-Sounds hört. Und vorher das Wummern in den... Oh mein Gott, no! Fuck! Oh, jetzt kann ich alles nochmal. She will patrolling the room. Ja, jetzt sind die Symbole wieder random. She can hear you if you walk. Ich glaube es zumindest. I don't know. Warte mal, wir gucken uns das an. Ich gehe mal davon aus, die Symbole sind jedes Mal andere. Oh, das wird ätzend, ey. Aber super, super spannend. Das hat mehrere Ebenen, dieses Level. Und ich glaube, ich kann das nicht. Die Zettel sind vorher nicht da. 2 ist dieses... Nee, das ist das Gleiche. Warte mal eine Sekunde. Okay, jetzt habe ich sie gekriegt. Beziehungsweise sie mich nicht. Die Sounds sind übel geil. Foxy kommt. Ich muss noch ein bisschen warten hier. Alles gut. Sobald diese Radio-Static-Sounds weg sind, jetzt ist er wieder oben. Oh mein Gott! Ja, okay. Die hat sich genau in dem Moment umgedreht. Oder sie war wahrscheinlich noch zu nah. Okay. Probe aufs Exempel. Wenn jetzt die 2 wieder dieses Yin und Yang-Ding ist, dann weiß ich, die Symbole sind doch gleich. Dann wird's interessant. Moment, das ist aber nur eine Ebene. Okay. Krieg ich diesen Hinweis-Screen? Ne, diesmal ist es die 4. Okay. Ich muss mich neu formieren. Schade. Das war bloß Zufall. Das habe ich mir nämlich gedacht. Da ist der Cupcake. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Welche Richtung? Der darf mich halt nicht spotten, ne? Was ist hier? Oh, Alter. Angst. Okay, die 6 ist, okay. Die Symbole sind immer am gleichen Punkt. Das heißt, nur die Zahlen sind anders. Das ist klar. Das hilft mir aber schon... Oh, Alter. Das hilft mir schon mal ungemein. Ich muss in den Schrank. Sowas von in den Schrank.
Ist die Frage, wo Foxy droppt? Ich könnte meinen, das ist wahrscheinlich zufällig. Ich höre Chica nicht mehr. Ey, die kann halt echt neben dir stehen und du kriegst es halt einfach nicht mit, ne? Die 2 ist so ein Wellending. 2 ist so ein Wellending. Okay, ich hab's. Kommt sie da rum? Sie kommt da rum. Sie hat die Richtung gechanged. Das muss ich halt beachten. Die 3 ist dieser... auch so ein Wellending. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, wenn die mich sehen und ich rechtzeitig im Schrank bin, bevor sie in meinen Nacken atmen können, dann können sie mich auch nicht rausziehen, dann... verstehe. Puh, also, ich muss noch 2 Symbole finden, wenn es 6 sind. Und da muss ich die auch noch da eingeben und ich hoffe einfach, da gibt es einen Speicherpunkt. Schaltet sie ab? Nee, sie scannt. Ich glaube, wenn ich jetzt rausgekommen wäre... Sie kommt zurück! Hier ist der Wendepunkt der Gezeiten, Alter. Alles klar. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Foxy kommt! Ätzend. Übelst anstrengend, Mann. Und genau neben mir. Der ist wahrscheinlich dann immer da, wo du bist. So ungefähr. Okay, 2 Stück noch. Noch 2. Das kann ja auch ziemlich versteckt sein. Ich muss halt nur die Locations finden. Mit diesen Aufklebern. Ich gehe mal hier rum. Oh, come on! For real? Er kommt. Direkt wieder hier. Das versaut mir mein Timing mit Chica ziemlich. Och, Mann, Digga. Och, come on. Das ist nicht... Die hört man nicht. Ey, die braucht mehr Footsteps. Die ist halt super schnell. Man kann... Ich hätte versuchen können, in den nächsten Locker zu kommen, aber... If you walk, run or use your flashlight near her. Okay, ich muss mit der Taschenlampe bis noch. Vielleicht muss ich die Taschenlampe ausmachen, wenn ich aus dem Schrank komme. Ja, wahrscheinlich, wenn ich da direkt stehe, ist auch vorbei. Ich weiß sonst gar nicht, wo ich hinrenne ohne die Flashlight. Was ich gerade überlegt habe, Leute. Eigentlich könnte ich es schon lösen, ohne die 2 letzten Symbole zu finden. Spät. Oh, das war noch in time. Ich könnte es einfach raten. Gut, da rumzustehen vor diesem Codepad ist halt keine gute Idee. Da solltest du schon ungefähr wissen, was du machst. Aber es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Was auf diesen Positionen ist, nämlich die 2 übrigen Symbole. Oh, Foxy ist da. Okay. Der Cupcake ist direkt da. Das ist so ätzend. Ich geh mal mit ihm. Ich hab mich gerade vor den Augen da erschrocken. Foxy kommt. Es ist halt so, ich muss in den Schrank oder reicht es, wenn ich um die Ecke gehe? Weil offensichtlich, ich könnte jetzt abschätzen, wo er kommt. Ich glaube, ich muss... Warte mal. Wenn er direkt gegenüber ist. Okay. Augenblick. Das 6. Symbol habe ich gefunden. Zack, zack. Das ist nicht mit das mit dem Plus. Das war, glaube ich, direkt hier gegenüber. Nein. Das war hier auf der anderen Seite. Okay, das ist die 5. Das ist die 5. Dann kann ich das letzte Symbol raten. Okay, das ist kein Ding. So, das ist das mit dem... Also das letzte Symbol muss die 1 sein. Und... Gut. Hi. Kommt sie natürlich. Die ist sehr schnell. Die ist sehr, 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 sehr schnell. Aber man kann sie... Man kann schon zum Locker outrunnen, so ein bisschen. Ich muss jetzt... Ich hoffe, sie dreht sich nicht um. Bitte dreh dich nicht um. Ich weiß nicht, was das für ein Glitch-Sound ist hier. Warte mal, ich probiere das jetzt mit Foxy. Okay, Foxy kommt sonst wo. Das letzte Symbol ist... Das erste Symbol ist das hier. Dann kommt... wait, die 2 ist das mit den Haken.
dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Yes! Angst. Ich habe Angst, dass sie um die Ecke kommt. Hier kann ich mich verstecken, oder? Im ersten Locker kann ich mich verstecken. Okay. Kann ich das hier ziehen? Was muss ich tun? Was muss ich denn machen? Engine Power 0? Jetzt ist es an. Okay, hier kann ich mich verstecken. Okay, sie kommt da gerade. Gab es jetzt ein Speichersymbol? Ich weiß... Oh, Mängel ist das nicht, Foxy. Okay. Ja, ist ja auch prinzipiell egal, wer das jetzt genau ist. Freddy's Music Box ist direkt da. Der Cupcake geht in die andere Richtung. Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Punkt, bitte. Gab's wahrscheinlich nicht, oder? Oh Mann. Ey, das wäre ätzend. Komm, lass das bitte in die Mitte dieses Levels sein. Oh, thank God. Ich hätte nämlich alles nochmal mal. Das war in der Demo das Problem, genau. Uff. Ah! Die hat mich nicht gesehen? What? Alrighty. Ab in den Schrank, wenn Mängel kommt. Gar keine Chance, ey. Die droppt direkt in den Nacken. Schön. Ich muss den Kollegen hier mal ein bisschen aufziehen. So ein Schrank. Direkt hier? Ich glaube, es war weiter weg. Ich glaube, es ist weiter weg. Halt's Maul! Okay, sollte reichen. Was muss ich jetzt machen? Zahnräder suchen. Shit. Wo könnten die sein? Ich glaube zumindest, dass es das ist. I don't know, Leute. Ist es das wirklich, was ich tun muss? Bin mal noch ein bisschen mutig. Da ist ein Zahnrad. Ich kann wahrscheinlich immer nur eins nehmen. Digga. Hello. Hi. Liegt hier irgendwo ein Zahnrad drin? Doch. Nee. Nee, das ist eine kleine Gitarre. Mängel kommt gar nicht mehr. Ich sage es. Und sie kommt. Sehr gut. Da. Sie hätte mich wahrscheinlich hier gesehen. Super ätzend. Okay. Shit! No! What? Oh, come on! Ey, die hört man gar nicht, ey. Krank. Ich versuch's. Ich versuch's weiter. Ah! Der hat eins im Maul. Das ist der dezente Hinweis dafür. Liegen die an zufälligen Locations? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Oh, ich habe Freddy gar nicht aufgezogen. Der wird lamer. Hello. Halt's Maul. Ich brauche ein bisschen Zeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich würde gleich Besuch kriegen sonst. Ah! Komm, geh weiter. Drei Zahnräder muss ich finden. Oh Gott. Das Problem ist, ich kann nicht lange im Schrank chillen. Die Zeit mit der Musikbox, die hängt mir im Nacken. Das ist quasi ein Gegner, der halt dazukommt, so. Das ist halt ein bisschen doof. Okay, wo muss das Ding
Ach so, warte mal. Das muss da rein, wo es halt passt, ne? Sind wir hier schon wieder in einer beklemmenden Situation? Nicht zu weit, mein Freund. Nicht zu weit. Es sind nicht nur drei Zahnräder, das sind mehr. Ich trau dem Braten nicht. Komm, geh weg. Jetzt. Puh. So, wo war denn jetzt das andere nochmal? Ah, hier ist ein Zahnrad. Hat jemand rum? Nee. Wo? Hier. Okay. Zwei Stück noch. Zwei Stück. Okay, das müsste doch zu schaffen sein. Ich weiß nicht, ob danach noch ein Speicherpunkt ist. Da ist es. Er braucht eine Weile länger zum Runterdroppen, als ich glaube. Ich weiß überhaupt nicht, wo Chica ist. Gar kein Plan. Oh, gerade ein bisschen Performance-Probleme hier, das Spiel. Nein! Shit! Die Musikbox! Oh komm, das ist nicht dein Ernst! Das war zu weit. Das war zu weit. Fuck! No! Freddy! Freddy, don't do that! Don't do that! Ich wollte nur mal schauen, was passiert. LOL! No fucking way! No, der bleibt jetzt nicht da stehen! Oh, come on! Wie der das genießt! Wie der sich Zeit lässt! You will be trapped in this box as long as it's recharged. Wenn du es vergisst oder den Bogen überspannst, dann wird er Kontrolle erhalten und deinen Weg zum Power Room blockieren. Ja, das ist dann halt prinzipiell tot, ne? Also. Okay, der stellt sich da in den Weg. Ja, okay. Lol. Schön. Der wird mich aber nicht jagen, aber dann habe ich halt verloren. Dann kann ich mich nur jumpscaren lassen. Okay, Leute. Ich weiß, wo alle sind. Das vierte liegt da unten bei dem Locker. Ich muss es jetzt halt nur noch überleben, ne? Okay. Hier? Ich zieh den nochmal auf. Nein, ich verstreck mich im Schrank. Ich weiß, ich glaube, Mängel kommt da an der Seite, wo ich vorbei muss eigentlich. Ich weiß nicht, wo Chica ist. Ich habe in fact keinen Plan. Ich könnte jetzt sterben. Die ist da. Shit, ich muss aufziehen. Oder ich schaffe es halt rechtzeitig. Das weiß ich nicht. Ah, verdammt! Komm, geh ein bisschen schneller, beweg die Schenkelhühnchen. Nice. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch brauche. Wait. Nee, es ist nicht das Letzte. Oh, es ist noch eins. Oh oh. Okay, da bin ich überfragt. Da weiß ich nicht, wo das sein soll. Damn, es sind 5 Zahnräder. Menge ist da. Ich muss den aufziehen. Ich muss den mehr aufziehen. Ein relativ großes noch. Wo könnte das denn sein? Den hat irgendwie gefühlt überall. Okay. Komm. Ich hoffe, Chica dreht sich jetzt nicht um. Sollte reichen erstmal. Hier liegt eins an den Geschenken. Ich muss mal im Maul gucken, der Animatronics. Hier ist manchmal eins versteckt, aber auch nur manchmal. Och, jo. Oh Gott, das habe ich gar nicht gehört. Chica kommt. Ich drehe nochmal ein bisschen auf. Boah! Hier unten, es kann auch irgendwo drunter liegen. Der Cupcake, der interessiert mich eigentlich immer nicht. Die Bohne. Hinter irgendwelchen Rohren. In den Mündern der Animatronics. Ah, ich weiß nicht. Hier vielleicht drinne oder in irgendeinem Regal. Oh, hier? Nee, das sind die Zähne. Oh, ich habe ein bisschen FPS-Probleme hier gerade. Okay, da nicht. Ich weiß nicht, was das war.
Kacke, ich muss den Kerl aufziehen. Ich muss ihn aufziehen. Kommt Chica zurück? Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Sie kommt zurück, sie kommt sowas von zurück. Okay, sehr gut habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, was da abgeht. Aber ich schätze mal, die Tür geht dann auf, wenn ich das hier löse. Oh, hier ist ein Knopf. Was ist denn da immer für ein Knopf? Weißt du, ist das ein Bonus-Ding? Das ist bestimmt ein Bonus. Bestimmt jetzt irgendwas freigeschaltet in den Extras. Wo könnte denn das Zahnrad sein, yo? Oh, shit! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hätte erst in den Schrank reingehen müssen. Oh, das Letzte. Ich hab's. Okay, es ist weg. Ich hab das Letzte. Nice. Engine Power. Ich muss noch so lange überleben, bis es 100 ist wahrscheinlich. Quatsch. Hello. Shit, ich dreh ihn nochmal. Es kommt. Hello. Ist egal. Es hört nicht auf. Es hört auf. Okay, jetzt. Awesome. Gibt's bitte einen Speicherpunkt? Ich weiß es nicht, ob ich den Powerraum nochmal brauche. Ich glaube ja nicht. Shit. Ist jetzt hier irgendwas offen? Die Tür da ist offen. Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Yes! Nice! Das war's? Okay, das war die Nacht. Beziehungsweise das Level. Fazbear's Fright. Okay, es geht hinaus zum dritten. Oh mein Gott, das war spannend. Oh, es sieht scary aus. Sieht mega scary aus. Okay, wir haben gespeichert, Leute. Ich würde sagen, Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Und wenn ihr Bock habt, dann sprengt auf jeden Fall den Like-Button. Dann mache ich gerne die nächste Folge. Und wir sehen uns. Ich finde das so cool, dass halt einfach auch jedes Level was anderes ist. So macht mir das einfach Spaß. Ich wünschte, jedes FNAF-Game wäre irgendwie so. Das ist, weiß nicht, das ist halt irgendwie cool. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Finde ich großartig, dass hier draußen eine Vollversion geworden ist, wo so viel Liebe reingeflossen ist. Und yo, ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Episode. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst es mich wissen. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.